Moin Moin und willkommen zu Subnautica. So, ich war hier gerade am Ressourcenfarm und habe hier wieder was entdeckt und da dachte ich, das machen wir gemeinsam. Ne? Dachte ich mal so. Machen wir mal so ein bisschen. So, erstmal Papa. Wieder anpflanzen. Und unten verschieben sich dauernd die Sachen im Dingsbums da in der Leiste. Das nervt. Das nervt total. So, ich wollte, deswegen habe ich auch die Boje im Inventar. Ich wollte eigentlich eine Boje setzen. Hab dann reingeguckt in den Tunnel. Und dann dachte ich mir, ja, nimm's das mal mit auf. Was fehlt denn da jetzt? Was fehlt denn da? Der da fehlt, ne? Okay. Kurz husten. So. Hier wollte ich mal eben runtergucken. Beziehungsweise runtergeguckt hatte ich ja schon. Aber das war noch ein bisschen weiter. Ich habe da dann die ersten Säulen gesehen von diesen Precursoren. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir irgendwas brauchen, also den Prawn anzubauen, aber den haben wir gerade dabei, deswegen dachte ich, ist die Gelegenheit nützlich, glücklich, irgendwas. Günstig, das war das Wort. Ne? Also falls wir ihn brauchen, er ist dabei. Ich frage mich immer, wo die ganzen Kabel sind. Die kommen hier aus den Wänden und so weiter, die müssen ja irgendwie zum Thermalkraftwerk führen. Alle unterirdisch verlegt, oder wie? Hier, da, Papp drin. Hätten wir Sauerstoff mitnehmen sollen, oder? Ah, okay, ist aber nur ein Standard hier. Ich dachte, das wäre vielleicht einer mit so einem Vorkommen. Wie gesagt, Prawn-Anzug dachte ich günstig. Ja, hier. Nimm. Uff. Schnapp dir das. Hier, Glockenspiel. Los. So. Datenbank gucken wir uns ähnlich an. Alien Sanctuary A. Was? Oh. Die Alien-Zuflucht A. Das klingt aber interessant. Blei, Luft. Ich möchte ja nicht nochmal sterben, weil jetzt spielen wir ja quasi wieder regulären Safe-Stand. Kein Druck machen, bitte. Kein Druck machen. Ich drücke immer zwischendurch die Shift-Taste, um schneller zu paddeln, aber das geht ja gar nicht. Okay. Okay. 12. Oxygen. Nein, das reicht noch. Mehr als genug. Welcome aboard, Captain. Locke. All systems online. Super. Gut, dann haben wir das da auch. Achso, die Boje muss ich ja trotzdem setzen, damit ich mich später daran erinnere, dass man hier vielleicht, ne, nochmal und so. Komm mal her. Gut. Was ist in der Hand? Da. So, Beschriftung. Was haben wir denn? Cash, Buch. 2. Ne, 3 wäre das, ne? Der dritte. Achso, ich glaube, damit haben wir auch alle, ne? Ich glaube, es gibt nur 3. Wie? Und in keinem ist irgendwas? Achso, den Pre-Tunnel haben wir noch nicht geguckt. In dem Pre-Tunnel waren wir ja noch nicht drin. Vielleicht gibt es da was zum Abbauen. Da fahren wir mal hin. Ich wollte Silberbrocken abbauen, deswegen bin ich unterwegs. Und das mache ich jetzt auch, sofern wir welche finden. Auf dem Weg zum Pre-Tunnel. Dann nehme ich euch halt einfach mal auf eine Ressourcentour mit. Eine Mischtour sozusagen. Okay. Das da ist. Ist das Kupfer? Wenn Kupfer, dann nehmen wir das natürlich auch mit. Nee. Also ich hatte einen Quarzblock abgebaut. Nee, das ist glaube ich Gold. Quarzblock abgebaut und einen Silberblock abgebaut. Aus beiden kamen jeweils 9 Brocken raus. Das hat sich richtig gelohnt, finde ich. Wenn man da so die Zeit mal nimmt, die man sich erspart. Gegenüber dem normalen Suchen. Halt! Kupfer! Yes! Okay. Oh, jetzt fällt mir ein, das könnte ja gut sein in Kombination mit einer Schwerkraftsphäre, ne? Die die Brocken ranzieht. Mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten und so. Ja, plapp, plapp, erstmal drei. Ja, weil hier der Abhang ist, da muss ich immer ein bisschen gucken, sofort einsammeln. Nicht, dass dann das runterpullert und wir haben gar nichts. Hinter.
Mach hin, los. Mal gucken. Ist uns einer runtergekullert? Möglicherweise, ne? Aber das hat sich auch gelohnt. Da kam ja auch richtig viel raus. Yeah. Hier noch ein bisschen Uran. Weil wir müssen ja auch Brennstäbe herstellen für den Kernreaktor in der neuen Basis. Okay. Also ich versuche mich mal dran zu erinnern, wenn wir den Pre-Tunnel gleich hatten, dann kommen wir hier mal runter. Klick, 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 klick. Gold. So. War ja noch was? Nee, ne? Dann gucken wir da nämlich mal runter. Vielleicht da unten ein passender Punkt für ihre Basis. Einmal andocken, BD. Wo passt noch was rein? Da Kupfer. Da passt auch noch ein bisschen hier, ne? Ein bisschen Quarz brauchen wir auch. Da haben wir. Von da an haben wir dann Titan. Okay, da haben wir auch Titan. Alles so ein bisschen gemischt hier. So, da geht's zum Pre-Tunnel. Oh, Patsch, Patsch, wir können es nicht hören. Wirklich mal ein paar stärkere Scheinwerfer spendieren, glaube ich. Die eine größere Reichweite haben, dann vielleicht etwas stärker fokussiert sind. Alles im Weg. Ich muss ja sagen, die ganze Ecke hier, wo diese Geisterwälder sind, die haben ja Ressourcen. Da gibt es ja reichlich Ressourcen, ne? Aber ist auch ein bisschen gefährlich, da zu fahren. Glaube ich. Also mit der Zyklopen nun nicht unbedingt, aber wenn man da jetzt mit der Seemotte unterwegs wäre oder nur mit dem Seaglider, dann hat man ja ständig das Problem, dass man halt von diesen Brainies und von den Zitteraalen angegriffen wird. Was ist das da? Was ist das da? Darf das da sein? Gucken wir mal nach, ne? Schauen wir mal nach. Hui! Hübsches Licht. Oh, hübsch. Hübsch ist es hier. Okay, das war's. Ist einfach nur eine Spockerfalle oder so. Schade. Einfach mal schade. Oh, was seid ihr denn? Korallenschalenplatte. Mhm. Was kriegen wir da raus? Einfach mal gar nichts. Mist. Mist. Doch da. Ist wieder so ein Kupferding, ne? Yes! Ein Haustier wäre doch mal nett. Es wird ja der, wie heißt er, Cutefish eingeführt. So ein niedlicher Tintenfisch ist das. Den kriegen aber alle, also nur diejenigen, die das Spiel vor der 1.0 Version gekauft haben. Möglicherweise gibt es ihn dann als Upgrade zu kaufen oder so. Weiß aber natürlich nicht, wie der sich im Spiel dann auswirkt. Ob das dann so ein kleiner Fischi ist, der bei einem immer rumschwimmt und so. Oder ob das ein Stofftier ist. Bam. Ist ja schon recht cool mit so einem Prawn zu viel, ne? Ich finde aber nicht so gut. Also... Ja, er bräuchte ein schönes Inventar oder sowas, damit man damit ein bisschen unterwegs ist. Es wäre auch schön, wenn er so auswechselbare Werkzeuge dabei hätte, dass man so zwei Zusatztools machen kann, die man dann direkt austauschen kann und nach Bedürfnis sozusagen anpassen. Ach ja. Ist das wirklich Kupfer? Na, ist doch Gold, ne? Nee, Kupfer, Kupfer. Ich sagte doch, ist doch Kupfer. Klar, wusste ich doch. Ja, da ist noch eins. Ne? Sieht man nicht so gut, wo die liegen.
Sonne geht unter. Einfach nur stockduster, sieht man nichts. Das bringt dann auch nichts. Nein, 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 weg. Vorwärts, rechts, links, geradeaus. Ja. Bisschen schwierig damit. So, einpacken. 8 Stück ist ja schon mal was. So, und wieder stockduster. Da liegt noch ein Brocken. Aber da wir jetzt wirklich nichts mehr sehen, würde ich sagen, fahren wir einfach zum Tunnel hin. Weil die Brocken erkenne ich einfach nicht, wo die jetzt dann liegen. Selbst wenn sie direkt vor den Füßen vom Prawn anzuliegen. Achso, Schwerkraftsphäre, ne? War ja noch der Gedanke. Töff, 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 töff. Ich glaube, wir fahren jetzt gerade durch die Startzone, wo das Spiel losgeht. Also von den Formationen, vom Bewuchs hier sieht das so aus. Okay, Kelbwald. Ich sehe nichts, es ist nur schwarz. Oh. Pilzwald. Okay, so im Dunkeln hat das was, ne? Sieht eigentlich cool aus. Müsste jetzt nur ein bisschen mehr Leuchtfisch oder sowas unterwegs sein. Oder doch die Basis an so einem Pilzwald bauen. Unentschlossen. Nachbrenner. Wenn ich mir ein paar Sandhaie davor schnelle oder so, die den dann ziehen hier, den Zyklop. Ich glaube, da hinten ist Geisterwald oder so, ne? Also ein leuchtendes Ding so um sich. Hier haben wir wieder Pilz. Oh, Wrack. Bremsen! Ist das ein Wrack auf Pilzen? Habe ich ja in der letzten Folge erwähnt. Ich glaube, es gibt kein einziges Rezept mehr, das wir noch aus Wracks rausholen müssen. Wir haben, glaube ich, wirklich alles. Geister, Geisterwald. Gehen wir mal runter. Nein! Ich weiß noch, der war recht tief. Ah, da ploppt's auf. Also ich mag die Dinger wirklich, ne? Und ich glaube, das wird auch cool aussehen, wenn man halt aus dem Fenster oder aus dem Tunnel rausguckt und man sieht halt diesen Wald vor sich. Aber die Basis müsste dann tatsächlich so angelegt werden, dass nirgends eins von diesen Pflänzchen reinbacken tut. Oder, ja, eins wäre jetzt nicht schlimm. Auch wenn man da so alle 5 Meter eins drin hat, das wäre dann schon sehr nervig, oder? Kupfer.
blinkt dann rotes Licht. Das wird doch gar nicht aufgezeichnet. Zitterall. Brainy. Noch ein Brainy oder Mini Brainy? Oh, Mini Brainy. Das ist Mini Brainy, ne? Nee, wirkt nur so. Das ist großer Brainy. Jo. Alles klar. Darf's wieder mitmachen, falls ich mein Boot mal wieder festfahre hier, ne? Also dann klapper ein. So, hängen wir dazwischen fest. Mehr oder weniger gerade. Schätze ich mal. Ja, nun ist doch gut da. Jetzt hör auf. Reg dich doch nicht auf. Ich bin doch gleich wieder verschwunden. Ach so. Ja, ne? Wir brauchen ja noch einen Key. Das ist super. Bin voll begeistert. Ionenkristall und zwei Diamanten. Nein! Ich glaube, wir haben keine Diamanten an Bord. Wir haben keine Diamanten an Bord. Nixus, Diamantus, Anbortus. Okay, Kopf gegen die Wand schlagen. Ionenkristalle haben wir ausnahmsweise mal haufenweise, aber keine einzigen Diamanten. Das sind auch normale Crystals. Crystals. Und nun? Das ist ja Schiete, ne? Dumm gelaufen. Das ärgert mich gerade ein klein wenig. Wo kriegen wir denn jetzt mal auf die Schnelle zwei Diamanten her? Hier haben wir überall nur die normalen Quarze. Quarz, 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 Quarz. Kann das Ding nicht mit Quarz gebaut werden? Wir haben so viel hier. Huch, wo geht denn das hier rein? Okay, geht da wieder raus. Ich dachte gerade. Mich deuchte gerade, das wäre jetzt eine super, super, duper Höhle oder so, die wir gefunden haben. Aber nein. Ich glaube, es gibt auch keine super, duper Höhlen mehr hier. Kreisverkehr. Genau. Ja, für die Zyklop total uninteressant, ne? Also, die Seemotte wäre damit aber außer Gefecht gesetzt gewesen. Die verliert dann irgendwie jegliche Energie. Ist wie ein MP. Da ist auch höhlig. Alles nur Quarz. Quarz, 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 Quarz. Und ich suche mir eine Startzone über einen Wolf, um an Quarz ranzukommen. Und hier liegt es überall. Dabei müsste ich das eigentlich wissen. Wir waren doch so oft hier. Warum habe ich mir das nicht gemerkt? Unglaublich. Okay, Diamant. Wir brauchen Diamant. Zweimal Diamant. Also ich würde ja gern einfach mal pauschal 50 Schlüssel herstellen, aber ich will die Ionenkristalle dafür nicht alle verschwenden. Wände. So, weil die Zyklop ja so langsam ist. Ich werde sie jetzt über Pre-Tunnel nochmal wieder abstellen. Das werde ich gleich machen. Und dann gehe ich mit dem Seaglider bei. Und dann fahre ich zu unserer Basis zurück. An der Basis werde ich dann einen Schlüssel bauen. Und einfach noch zwei weitere Schlüssel bauen, weil ich es kann. Also dann mache ich mal drei Schlüssel, denke ich. Das ist ganz gut. Und wir steigen dann ein auf der Insel. Da, wo ja der eine violette Key noch rumlag, den wir in der Zwischenaufnahme war, genommen haben, gefunden haben und so weiter. Den werde ich da mal einsammeln. Wo fahre ich denn eigentlich hin? Wo ist denn das Ding? Ach, Pre-Tunnel da. Damit wir den dann auch eingesackt haben.
umgeguckt hatten wir uns, glaube ich, da, ne? Wir sind ja berghoch und so weiter. Ach so, genau. Dann setzen wir auf der Insel ein, sammeln das violette Artefakt ein, das da noch rumliegt, und dann gehen wir mal mit einem Ionenkristall in dieses Höhlendingsbums wieder rein, wo auch immer dieses Tor da ist, und guck mal, was passiert, ob wir den da reinstopfen könnten, ne? Ja, und danach kehren wir dann hierher wieder zurück. So, ich will euch nur die Fahrt mit Ziehleiter gleich nicht antun, deswegen, ne? Hier, Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.